Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es mal eine weitere Folge von Behind the Photo. In diesen Serien möchte ich dir erklären, wie ich zu bestimmten Fotos gekommen bin, möchte dir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählen. Und heute geht es speziell um ein Foto, was ich zum Sonnenuntergang in New York aus einem Hubschrauber geschossen habe. Viel Spaß! Ja, hier siehst du direkt mal das Foto, was ich da in New York geschossen habe. Für mich ein sehr, sehr spezielles Foto. Erstens, weil die Bedingungen, wie ich dieses Foto aufgenommen habe, natürlich sehr speziell sind. Aus einem Hubschrauber schießt man ja jetzt nicht täglich Fotos, außer man ist darauf spezialisiert. Und zum anderen war es natürlich auch noch zum Sonnenuntergang. Ich war in New York, eine der aufregendsten Städte der Welt. Also da sind viele Sachen zusammengekommen, die dieses Foto für mich persönlich sehr, sehr spannend und attraktiv gemacht haben. Ja, ganz kurz möchte ich dir mal hier zeigen, meine Kameraeinstellung als erstes. Du siehst schon, mit einer sehr hohen ISO-Zahl aufgenommen, ISO 4000. Das hatte einfach den folgenden Grund. Wenn man aus einem Hubschrauber fotografiert, dann ist das meistens sehr wackelig. Die Vibrationen im Hubschrauber sind extrem hoch und natürlich bewegt sich dieser Hubschrauber auch nochmal. Das bedeutet, man kann hier nicht mit Langzeitbelichtungen arbeiten, sondern muss hier wirklich eine relativ kurze Verschlusszeit haben. Und um das dann zu kompensieren, gerade wenn man Richtung Sonnenuntergang geht, also wo man schon ein bisschen mehr Verschlusszeit eigentlich braucht, beziehungsweise wo mehr Licht auf den Kamerasensor fallen muss, da ist es natürlich dann umso wichtiger, den ISO hochzudrehen, damit man da noch entsprechend eine gute Belichtung hinbekommt. In dem Fall waren es jetzt, wie gesagt, ISO 4000. Ja, ich habe mir bei 24 mm fotografiert, bei einer Blende 2.8. Also das war jetzt hier auch so mein Objektiv, was ich drauf hatte, das 24 bis 70 mm 2.8. Und habe da mit der offensten Blende fotografiert, damit ich auch natürlich da so viel Licht wie möglich auf den Sensor bekomme. Und dann habe ich bei einer 320. Sekunde fotografiert. 320. Sekunde klingt jetzt erstmal relativ viel, aber es war tatsächlich auch notwendig, durch diese Vibration so eine Verschlusszeit zu haben, damit das Bild dann am Ende wirklich scharf wird. Ja? Also damit man da keine Bewegungsunschärfe drin hat. So viel zu den Kameraeinstellungen an sich. Ich habe natürlich im RAW-Format fotografiert. Das Ganze wurde mit meiner Nikon D750 aufgenommen. Und diese Kamera zeichnet sich dadurch aus, dass man relativ hohe ISO-Werte einstellen kann, ohne dass man extremes Bildrauschen bekommt. Ich zoome jetzt hier einfach mal kurz ein bisschen näher in das Bild rein und dann wirst du auch sehen, gerade hier unten in den Bereichen, wo es ein bisschen dunkler ist in dem Foto, hat man natürlich noch ein Bildrauschen. Ja, also dieses Bild ist jetzt komplett nachbearbeitet. Ich habe zum Beispiel darauf geachtet, dass ich hier oben im Himmel gar kein Bildrauschen drin habe. Da habe ich verschiedene Programme benutzt, um das hinzubekommen. Aber gerade hier unten in der Stadt, wo man auch viele verschiedene Strukturen hat, da bekommt man das Bildrauschen nicht ganz raus. Und es wäre auch unklug, das komplett rauszumachen, weil man natürlich auch eine gewisse Bildschärfe dann wieder verliert in dem Foto. Von daher ist das Bild jetzt hier ein bisschen verrauscht, wobei ich das gar nicht schlimm finde. Und ich kann jetzt auch genau sagen, das Bild hat 24 Megapixel Auflösung. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen reingekroppt, also vielleicht sind noch 20 Megapixel übrig. Und das Bild hängt bei einem Kumpel von mir in einer Größe von, ich glaube, 1,20 Meter mal 80 Zentimeter. Und wenn man jetzt nicht so 10 cm nah rangeht, dann sieht man dieses Bildrauschen auch gar nicht. Also ich möchte dir eigentlich in dieser Episode auch so ein bisschen die Angst davor nehmen, mal etwas höhere ISO-Werte zu nehmen. Ich weiß, ich predige es selber immer wieder, dass man möglichst geringe ISO-Zahlen nehmen soll, damit man die optimale Bildqualität hat. Aber es ist trotzdem möglich, auch mit einer höheren ISO-Zahl ein schönes Bildergebnis zu bekommen. Ja? Ich zeige dir mal ganz kurz. So sieht so eine Originalaufnahme aus. Das war dann eine Aufnahme später. Also ich habe jetzt hier wirklich schnell hintereinander fotografiert. So sah so ein Bild aus, direkt aus der Kamera. Und du siehst jetzt auch schon, dass das ganze Bild natürlich etwas unterbelichtet ist, gerade hier unten in der Stadt. Also hier hat schon eine extreme Aufhellung stattgefunden und gerade deswegen ist das Ganze hier dann natürlich auch ein bisschen mehr verrauscht gewesen. Aber das ist kein Problem, das hat man, wie gesagt, dann alles gerettet. Ja, also das ist jetzt hier so das, was ich in Lightroom rausgeholt habe und das habe ich dann hier in Photoshop finalisiert. Ja, wie gesagt, so ein Hubschrauber-Rundflug in New York ist meistens relativ teuer. Ja, wir haben eine Firma gefunden, wo es etwas günstiger war, wo wir auch wirklich eine Stunde in der Luft waren insgesamt. Das war schon relativ cool, weil man viele verschiedene Ergebnisse bekommen hat. Aber das ist hier definitiv mein Lieblingsfoto aus diesem ganzen Helikopterflug gewesen, weil man, wie gesagt, die komplette Stadt bzw. Lower Manhattan hier drauf hat. Man hat die beiden wichtigsten Brücken hier drauf, die Manhattan Bridge
und die Brooklyn Bridge hier vorne und natürlich auch hier im Zusammenspiel mit dem Wasser, mit dem Fluss und so weiter, dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Das sind alles so Elemente, die es für mich wirklich richtig schön machen. Ich hoffe, dir hat diese Folge so ein bisschen geholfen. Ja, vielleicht einfach so ein bisschen, um zu verstehen, wie ich zu so einem Foto auch komme. Ich habe dem Helikopterpiloten natürlich auch so ein bisschen Anweisungen geben können, wo ich hinfliegen möchte und so weiter. Und ich hatte dieses Bild auch schon so ein bisschen im Kopf. Von daher hat es mich natürlich umso mehr gefreut, dass es da so gut geklappt hat. Also, wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Episoden haben möchtest, wo ich einfach mal über Bilder spreche, wie ich sie gemacht habe, was ich so für Gedanken dabei hatte und so weiter, dann poste es einfach mal unten in die Kommentare und zeig es auch mit dem Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, schau doch einfach mal im Online-Store vorbei. Da kannst du dir auch Videotrainings kaufen, zum Beispiel zum Thema Lightroom, Fotografie und so weiter und so fort. Also, bis zum nächsten Video und bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.